Am Sonntagmittag des 7. Juli brach kurz nach 11:30 in einem Einfamilienhaus in der Siedlung Am Lamnitzer ein Feuer aus. Innerhalb kürzester Zeit stand das Gebäude in Flammen. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich zwei Hausbewohner auf der Terrasse. Der 57-jährige Ehemann wurde schwer verletzt, während seine 58-jährige Frau mit dem Schrecken davonkam. Wegen der schmalen Straßenzufahrt und einer Oberleitung, die den Einsatz der Drehleiter verhinderte, gestalteten sich die Löscharbeiten sehr schwierig. Die Wasserversorgung musste über mehrere hundert Meter bergauf aufgebaut werden. Ein Feuerwehrmann erlitt während des Einsatzes leichte Verletzungen. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei in Zwickau aufgenommen. Am Einsatz waren Wehren von Falkenstein, Röthenbach, Rodewisch, Auerbach und die Berufsfeuerwehr Plauen beteiligt.